Hallo an alle und willkommen zu einem neuen Video. Heute sprechen wir über den Bundesrat und was der Bundesrat eigentlich ist, beziehungsweise wie er funktioniert. Das seht ihr in diesem Video, also bleibt dran. Der Bundesrat besteht insgesamt aus 69 Mitgliedern und sie alle kommen aus den 16 Landesregierungen der verschiedenen Bundesländer. Die Mitglieder des Bundesrates sind also Teil der Landesregierung, das heißt, sie haben Ministerposten oder sind sogar Regierungschefs und sind aktiv an der Politik der jeweiligen Bundesländer schon beteiligt. Und wie viele Mitglieder ein Bundesland in den Bundesrat entsendet, hängt mit der Einwohnerzahl zusammen. Also ein sehr kleines Bundesland wie beispielsweise Bremen entsendet 3 Mitglieder und ein sehr großes Bundesland wie zum Beispiel Bayern entsendet 6 Mitglieder. Und 6 Mitglieder sind auch die Höchstzahl, die ein Bundesland entsenden kann. Das Ganze hängt damit zusammen, dass man sich gedacht hat, na gut, Bayern muss ja von mehr Mitgliedern repräsentiert werden als zum Beispiel Bremen, da in Bayern ja viel mehr Menschen leben. Und deshalb hat Bayern im Bundesrat einen größeren Einfluss als Bremen, da eine viel größere Einwohnerzahl repräsentiert werden muss. Unter diesem Gesichtspunkt ist das dann natürlich auch logisch, dass je nach Einwohnerzahl, also je größer ein Bundesland ist, desto mehr Mitglieder darf es entsenden und je kleiner ein Bundesland ist, desto weniger Mitglieder entsendet ist. Was sind die Aufgaben des Bundesrates? Also ganz allgemein ist es so, dass der Bundesrat einmal im Monat zusammenkommt und dort über Gesetze spricht. Und zwar überlegen sie sich zum einen, ob man bestehende Gesetze verbessern könnte. Also sie hinterfragen die Gesetze, die wir aktuell in Deutschland haben, immer wieder und überlegen sich, ist eine Änderung notwendig? Könnten wir etwas machen, um das Ganze zu verbessern? Und sie überlegen sich auch, ob neue Gesetze benötigt werden. Wann benötigt man jetzt neue Gesetze, kann man sich an dieser Stelle fragen. Das kommt zum Beispiel, wenn sich die Lebenswirklichkeit der Menschen sehr stark ändert. Also wie ihr ja wahrscheinlich wisst, gab es diese ganze technische Revolution, also das Internet, die ganzen Kommunikationsmedien vor 30, 40 Jahren, gab es die alle noch nicht. Und mit der Entwicklung dieser Medien und dieser Kommunikationstechnologien haben sich natürlich ganz andere Situationen ergeben, als wir sie vor 30, 40 oder meinetwegen 50 Jahren noch in Deutschland hatten. Und genau in einem solchen Fall, also wenn neue Situation in einem Land entsteht, überlegt der Bundesrat, brauchen wir vielleicht Gesetze, um diese neuen Situationen zu regeln. Das heißt, in einem solchen Fall, wie beispielsweise der Digitalisierung, würde der Bundesrat überlegen, brauchen wir an dieser Stelle Gesetze oder sind die Gesetze, die wir haben, noch ausreichend, um die Situation ausreichend regeln zu können. Das sind also die 2 Grundaufgaben des Bundesrates. Und außerdem, und das ist auch noch sehr wichtig, prüft der Bundesrat jedes Gesetz des Bundestages. Also über den Bundestag kann ich nochmal ein extra Video machen. Der Bundestag beschließt unter anderem Gesetze und diese werden vom Bundesrat überprüft. Das Ganze ist damals so eingeführt worden, damit eine sogenannte Gewaltenteilung herrscht. Also es gibt nicht mehr nur ein Organ, in dem Fall der Bundestag, was Gesetze verabschieden kann, sondern der Bundesrat ist aktiv in die Gesetzgebung mit eingebunden. Das heißt, er kann da aktiv mitbestimmen. Und das führt natürlich dazu, dass die Gewalten geteilt sind. Deshalb nennt man das auch Gewaltenteilung. Und die Gesetzgebung nicht nur von einer Stelle ausgeht und das Ganze somit natürlich auch demokratischer ist. Denn wie wir jetzt gelernt haben, sind im Bundesrat Mitglieder der verschiedenen Bundesländer. Das heißt, auch die Bundesländer haben über den Bundesrat Einfluss auf die Gesetzgebung. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, denn im Umkehrschluss haben so ja auch die Menschen, die Landesregierung gewählt haben in den verschiedenen Bundesländern, Einfluss auf die Gesetzgebung, denn der Bundesrat setzt sich aus Mitgliedern aus den Landesregierungen zusammen. Und das ist natürlich ein entscheidendes Kriterium einer Demokratie, dass die Gesetzgebung nicht nur von einer Stelle ausgeht, sondern auch noch andere Kräfte das Ganze überprüfen bzw. auch noch ein Mitspracherecht haben. Ja, das war mein Video über den Bundesrat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das waren so die grundlegenden Aufgaben des Bundesrates und was der Bundesrat eigentlich ist. Ich werde mal in Zukunft mehr solche Videos machen, wo ich politische Organe erkläre. Also schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, ob euch das Ganze gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.